So, und da sind wir auch wieder zurück in Dragon Age 2 in Kirkwall, im gehängten Mann einer Kneipe, wo es heiß hergeht. Hier gibt es immer Schlägereien, betrunkene Leute und natürlich auch Prostituierte. Und hier haben wir natürlich auch die Piratenbraut Isabella und den guten Zwerg Warwick kennengelernt. Beziehungsweise Warwick haben wir ja gar nicht hier kennengelernt, aber der rennt halt immer hier rum. So. Jetzt wollen wir mal schauen, Gebiet nochmal verlassen. Jetzt haben wir ja hauptsächlich alle Quests hier in der Stadt absolviert, endlich. Wahrscheinlich kommen da sowieso noch irgendwie irgendwo ein paar auf uns zu. Ich gucke nochmal gerade alles durch, bevor ich hier nachher noch irgendwas vergesse. Das sieht aber eigentlich ziemlich gut aus soweit. Ja, dann wollen wir uns mal den Quests hier in den freien Marschen wenden, zuwenden, die Knochengrube. Da können wir sogar auch nochmal hin. Was haben wir denn da noch? Weiß ich gar nicht. Ach so. So, Wilmots Lager, die verwundete Küste Schwarzpulvers versprechen und ein Akt der Gnade und hier Aufgaben des Kräuterkundigen auf den Sunderhügeln. Ich glaube, wir wenden uns diesmal Wilmots Lager zu. So, das machen wir jetzt einfach mal. Der Wilmot ist ein Templer-Rekrut oder war er sogar ein richtiger Templer? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir wollen den Typen mal aufsuchen. Der ist ja angeblich verschwunden und keiner weiß, was so richtig passiert ist. So, hier ist auch ein Leichnam. Was ist das denn? Ein Gürtel hat er dabei. Plus 2 Mana-Ausdauer-Generation. Kennen wir ja den Gürtel. Dann latschen wir mal weiter hier runter und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier haben wir vielleicht irgendwas vergessen. Nö, hier scheint nichts Großes mehr zu sein. Hier können wir nochmal in diesen Seitenarm der Karte gehen. Aha, was haben wir denn hier? Noch ein Leichnam. Hier ging also das heiß her. Ein Tigeraugenbruchstück. So, daneben, komm, packen wir ein. So, und was mir gerade noch einfällt, ich wollte ja mal gucken, wie man hier Gegenstände sockelt. Eine Waffenrune, die Feuerschaden hinzufügt. Eine Rüstungsrune, die die Rüstung erhöht. Die könnten wir theoretisch mal... Wie mache ich das denn? Ah, da muss ich wohl an ein Gerät, um das zu sockeln. Ja, da muss ich... Das kann ich wohl nicht einfach so aus dem Inventar rausmachen. Das müssen wir wohl an so einer speziellen Station machen. Andraste sei meine Zeugin, Wilmot. Ihr werdet mir die Wahrheit sagen. Sofort! Gnade, Sir. Gnade! Wenn das so einfach nicht wäre. Nicht schlagen! Ich werde erfahren, wohin ihr geht. Und ich werde es jetzt erfahren. Zurück! Foltert ihr nun Rekruten? Was macht ihr da? Warum tut ihr Wilmot das an? Antwortet. Das ist Sache der Templer, Fremder. Du hast mich zum letzten Mal geschlagen, jämmerlicher Mensch. Zu mir! Ach, du Scheiße! Der Erbauer schütze uns! Also, da geht aber irgendwas mit Wilmot ab, was nicht ganz koscher ist. Sich irgendwie in eine Abscheulichkeit verwandelt. Wie konnte das denn nur passieren? Er ist doch ein Templer! So, wollen wir direkt mal mit Wilmot draufhalten hier. Und hier einfach mal hier den guten alten Feuersturm anwenden. So, und jetzt will der doch tatsächlich den Sarazans Leger. Dann geben wir doch mal einen Kältekegel hier. Für die ganzen Abscheulichkeiten. Drei Haus. Kältekegel hier. Heute im Angebot. Ah, lasst vom Saraza ab. So, hier einmal. Ja, so lasst ihr dann ab. Und jetzt kriegen wir hier einen schönen Feuerball auf den Hintern. Ah, der wird erhitzt, euer Arsch. Ich mache euch Feuer unterm Arsch. So, hier hat noch eine Abscheulichkeit, die was auf die Schnauze will. Der Vier kriegt sie auf die Nix. Eine Abscheulichkeit. Die wollen wir auch noch eliminieren. Geht bisher ganz gut. Und jetzt vielleicht mal kurz mit dem Anders die Isabella heilen. Obwohl, vielleicht kriegen wir es auch so hin. Machen wir jetzt mal kurz ab noch. Jetzt haben wir hier noch ein paar Zauber frei. Den wollen wir den Feuersturm noch mal hier auf den Druck setzen. So, komm schon, Feuersturm. Wo bleibst du? Warum nicht mit dem Feuersturm? So ein Dämon des Zorns. Ich glaube fast sogar. Ah, der Anders hat schon geheilt. Dann begeben wir uns mal mit Saraza aus der Reichweite.
Alter, der Dämon des Zorns ist auch nicht gerade der Beste, den man hier mit Feuerattacken killen kann. So, hier geben wir mal dann eine Eisattacke drauf. Die sollte durchaus Schaden hinzufügen und das tut sie auch. Ich wusste, dass er in etwas Finsteres verwickelt war. Aber das... Ist so etwas überhaupt möglich? War er eine Abscheulichkeit? Denkt ihr, er war besessen? Eigentlich befürchten wir nur bei Magiern, dass sie Opfer von Besessenheit werden. Ich hörte von Blutmagiern oder Dämonen in fester Form, die andere in widerwillige Wirtskörper hineinbeschwören können. Ich dachte nie, dass einer der unseren dafür empfänglich sei. Zum Glück war ich hier. Dämonen sind doch alle gleich. Kommt darüber hinweg, Templer. Er ist tot. Lasst uns nun herausfinden, was geschehen ist. Ich bin Hauptmann Cullen. Seid bedankt für eure Unterstützung. Ich habe Ermittlungen angestellt, weil einige unserer Rekruten vermisst werden. Wilmot ist als erster wieder zurückgekommen. Ich wollte die Sache in aller Ruhe mit ihm klären, ohne Aufsehen. Komisch, dass der Hauptmann, der es dem nicht aufgefallen ist, dass wir alle rumzaubern. Wohl nicht dem Zirkel der Magie gehören. Da wollen wir das Thema mal vertiefen. Warum habt ihr Wilmot angegriffen? Es gibt also kein Ritual. Aha. Was ist wohl geschehen? Warum habt ihr Wilmot angegriffen? Wenn ihr nicht wusstet, dass er besessen war, weshalb habt ihr dann euer Schwert gegen einen Rekruten gezogen? Er war erst einige Tage wieder zurück, als er insgeheim erneut verschwand. Das war für mich ein Alarmsignal. Ich wollte ihn verängstigen, damit er gesteht. Er musste glauben, dass meine Drohungen ernst gemeint waren. Es gibt also kein Ritual. Die Rekruten haben geglaubt, dass Meredith eine Art tödliches Ritual abhält. Was? Ha, das ist lächerlich. Wenn es um Gerüchte geht, können Rekruten schlimmer sein als eine Strickgruppe alter Jungfern. Es gibt eine Wache, bevor Templer ihre Insignien erhalten, aber die schlimmste Gefahr besteht darin, einzuschlafen. Was ist wohl geschehen? Wisst ihr, was Wilmot in seiner Abwesenheit widerfahren ist? Augenscheinlich mehr, als ich erwartet hatte. Wilmot war nie richtig von den Regeln des Ordens überzeugt gewesen. Magier können nicht unsere Freunde sein. Man muss sich stets beobachten. Ich dachte, Wilmot trifft sich vielleicht mit alten Freunden, die aus dem Zirkel geflohen sind. Nicht alle Magier sind böse, aber wir sind's auf jeden Fall. Ich habe Freunde unter den Magiern. Müssen die etwa auch stets beobachtet werden? Ich war während der Verderbnis im Turm des Zirkels in Ferelden. Ich habe selbst gesehen, womit Vertrauen und Nachsicht seitens der Templer vergolten werden können. Vertrauen und Nachsicht? So nennt ihr das also? Die Albträume von Aldreds Verkommenheit verfolgen mich bis heute. Wir müssen das beenden. Ich suche Karen. Ja, machen wir mal. Wir müssen das beenden. Eure anderen Rekruten sind immer noch in Gefahr. Wir müssen sie finden. Ich fürchte, wir sind bereits zu spät. Wilmot ist zusammen mit einem anderen jungen Mann verschwunden. Karen, einem anständigen Jungen. Sie wurden zuletzt gemeinsam in der blühenden Rose gesehen. Aber ich hatte kein Glück bei der Befragung der, jungen Damen dort. Ich bezweifle, dass sie etwas über Magie oder Dämonen wissen. Das Bordell, oder? Vielleicht habe ich mehr Glück. Ich traue ihnen nicht. Dann machen wir mal das Bordell, oder? Ich würde mich dort schon umsehen. Der Orden stünde wahrlich in eurer Schuld, wenn ihr uns hierbei behilflich sein könntet. Niemand in dem Bordell redet mit mir. Aus Angst, ich würde das Etablissement schließen, weil sie unsere Rekruten bedienen. Wenn ihr herausfindet, was für eine Kreatur das Wilmot angetan hat, erstattet mir bitte in der Galgenburg Bericht. Ich sorge dann für eure Belohnung. Na gut, aber nur wenn die Belohnung reichlich ausfällt. So, und jetzt gucken wir erstmal noch, was hier so rumstreunert. Eine Kiste. Vorlage Rune der Wucht. Ring, plus 3 körperlicher Schaden. So, da wir ja die anderen kaum mit Ringen ausgerüstet haben, zum Beispiel der gute Anders, der Thomas Anders. geben wir dem doch mal einen Ring jetzt hier. Oh, spendabel. Plus 3 körperlichen Schaden bringt dem natürlich so gut wie gar nichts, weil der eh nie mit körperlichen Attacken angreift. Deswegen gucken wir vielleicht mal hier. Vielleicht geben wir dann diesen plus 7 Gesundheit plus 9 Verteidigung zurück. Ziehen dem den an. Und geben diesen hier
die Fingerfesseln der Galgenburg-Sklaven dem Anders. Naja, ist wahrscheinlich ein Ticken besser. Warum auch immer. So, hier, Abscheulichkeit, dämonische Glut. Wilmot, ein Heiltrank und 12 Silber. So, der Dämon des Zorns hat auch noch was für uns. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob hier in dem Areal noch was ist. Ich habe gerade eine SMS bekommen. Naja, ist jetzt auch egal. Gucken wir uns hier mal im Gebietchen um. Ob hier vielleicht noch irgendwas rumliegt. Hier ist nichts mehr. Aber da oben vielleicht in dieser Seitengasse könnte noch irgendwas rumliegen. Scheint aber auch nicht so zu sein. Da gibt's wohl nichts mehr. Dann wollen wir jetzt das Gebiet mal verlassen und auf zum Bordell, zum Freudenhaus, zum Puff, zum... Ach, was weiß ich was. Ja, Gruppe sammeln und weiterziehen. Yo! So, jetzt wollen wir schauen, wo wir hin müssen. Und dann gehen wir mal hier in die Oberstadt bei Nacht, weil wir sollen ja im Puff, im Bordell, in der blühenden Rose, sollen wir den ganzen Ereignissen nachgehen. Rund um Wilmot. Was mit den Templern da bloß geschehen ist, das weiß ja keiner. Aber offensichtlich gehen auch Templer gerne mal Puff und vergnügen sich dort ein wenig. Interessant, äußerst interessant. So, wir stellen da natürlich auch gerne Nachforschungen an. Schlendern wir jetzt mal dahin. Hier ist die blühende Rose und ab die Post rein da. Du kannst die Symbole in der Schnellstartleiste neu ordnen. So, Viveka, wen haben wir denn da? Viveka ist da und dann hier vorne der Typ. Das ist wahrscheinlich dieser eine. Dieser elfische Callboy. Gehen wir doch vielleicht mal zuerst zu dem. Bevor wir mit dieser Viveka da quatschen. So. Hier, das war der Callboy von Ninette, der Frau, die wir gefunden haben. Und bei den Magistern? Warum könnt ihr damit nicht aufhören? Kein Magister würde einen Vorteil gegenüber seinen Rivalen aufgeben. Sonst wäre er nämlich sehr schnell tot. Um Blutmagie anzuwenden, muss man einem Dämon ins Auge blicken und sein Angebot annehmen. Ich dachte eben, zumindest einige von ihnen würden das nicht tun. Und wenn es nur aus ästhetischen Gründen wäre. Oh Mann, der Anders. Der geht mir wirklich ein bisschen auf den Senkel. Der quatscht immer nur blöde Kacke rum. Aber was willst du machen? Ihr seid zurück? Seid ihr nicht vielleicht doch an meinen zahlreichen Diensten interessiert? Nein, wir sind kein schwuler Schwarzmagier. Tut mir leid, aber Ninette ist tot. Es tut mir leid, aber Ninette wurde ermordet. Ermordet? Wieso sollte jemand dieser wundervollen Frau so etwas antun? Das ist einfach schrecklich. Aber ich danke euch, dass ihr es mir erzählt habt. Bitte, bitte entschuldigt mich jetzt. Ich hab's dir gerne erzählt, wie keine Belohnung, keine Erfahrung, das hat sich aber nicht gelohnt. Naja, dann wollen wir eben mal mit Viveka uns unterhalten. Vielleicht kann die uns etwas mehr darüber erzählen, was mit Wilmot passiert ist, der sich an eine Abscheulichkeit verwandelt hat. Brauchst du was, Schätzchen? Seid ihr eines der Mädchen hier? Ihr arbeitet doch nicht etwa hier. Mit den Freiern, meine ich. Du bist selber keine Schönheit, Süßer. Puh. Brauchst du irgendwas? Kennt ihr Wilmot oder Karen? Einige Rekruten der Templer werden vermisst. Hier wurden sie zuletzt gesehen. Geht das nicht genauer? Wir machen jede Menge Geschäfte mit den Templern. Es ist eine Untersuchung der Templer. Menschenleben stehen auf dem Spiel. Ich vergüte es euch angemessen. Natürlich bezahlen wir denn nichts. Menschenleben stehen auf dem Spiel. Zahlreiche Templer werden vermisst. Und wenn wir nicht schnell handeln, finden wir vielleicht nur noch Leichen. Ganz ruhig. Wer wird denn gleich so dramatisch werden? Dann sehe ich mal in den Büchern nach. Wilmot, Karen... Sehr diskret. Hier steht's. Wilmot war oft hier. Und er hatte Zeit, nebenbei noch Templer zu sein? Sie waren beide als letztes bei Iduna, dem exotischen Wunder des Ostens. Das exotische Wunder des Ostens, Iduna. Exotisches Wunder? Ein großartiger Künstlername. Er klingt zumindest besser als Schlamper aus der Dunkelstadt. Durchaus. Einige der Mädchen haben noch ganz andere Namen. Was denn für welche? Wisst ihr sonst noch etwas? Viveka. Könnt ihr mir noch etwas anderes erzählen?
Schätzchen, ich könnte dicke Bücher über das schreiben, was ich alles weiß. Wenn es nicht um Wilmets Lieblingsstellung geht, möchte ich meinen, dass du hast, was du brauchst. Ich habe natürlich nicht das Geringste gesagt. In Ordnung? Nein, natürlich hast du uns nicht das Geringste verraten. Okay, dann wollen wir uns mal mit dem exotischen Wunder des Ostens da in Verbindung setzen. Dann müssen wir wohl hier in diese Türe. Tür auf! Ah, das ist also das exotische Wunder des Ostens. Iduna.